Hallo, liebe Wanderfreunde und Freunde des Draußenseins. Servus. Heute machen wir uns einen schönen Tag in und um Xanten. Wir laufen jetzt erstmal zum ehemaligen Luftmunitionslager in der Hees. Wir sind gespannt, was wir dort so vorfinden werden. Kommt mit! Hier vom ehemaligen Munitions- und Zünderlager in Xanten sind heutzutage nur noch Ruinen sichtbar. Erste Pläne für die Anlage wurden 1938 geschmiedet. Eigentlich sollte die Anlage ganz woanders hin. Man hat sich dann aber für Xanten entschieden, weil hier die Bewaldung dichter war und der Tarnfaktor zum Tragen kam. 1944 wurde die Anlage dann nach Thüringen verlegt und mit Näherrücken der Alliierten wurden große Teile der Munition sogar noch im Rhein versenkt und es heißt, sie liegen heute immer noch da. 1948 dann wurden schließlich große Teile der Anlage von den Alliierten gesprengt und daher sind diese Überreste hier alles, was wir jetzt heute hier noch vorfinden können. So, Freunde, der kleine Spaziergang hier durch einen der Xantener Wälder ist jetzt gleich zu Ende. Die nächste Station wird wohl das Amphitheater werden. Das haben wir gerade auf dem Weg zum Wald noch spontan entdeckt. Die Altstadt wollten wir uns auch noch anschauen. Und dann gucken wir mal, was uns sonst noch so begegnet hier im schönen Xanten.
living on a dream, right where I should be. Nothing could be better here now. And even when it ends, another life begins. 'Cause I was just a man. Euch hat unsere kleine Tour durch Xanten gut gefallen. Wenn ja, Daumen, abonnieren, teilen, liken, alles was geht. Und dann sage ich mal, Grüße gehen raus.